Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister im Islam. Schaut mal hier, eine ganz normale Kette, aber mit einem Problem verbunden namens Nazar Bolçuk. Richtig? Auf Türkisch, ne? Nazar Bolçuk. Ja, Nazar Bolçuk. Nazar. So. Die Leute, die sowas tragen, die behaupten, dass dieses kleine Auge jemanden vor dem Übel des Neids, des Hasses und so weiter schützt. Und wir wissen, nur Allah kann schützen. Nur Allah subhanahu wa ta'ala schützt uns. Es gibt dann wiederum viele Muslime, die sagen, ich trage das zwar, aber ich glaube nicht daran. Okay? Diesen Leuten möchte ich sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer einen Talisman anbringt, begeht Schirk. Das heißt, auch wenn man nicht daran glaubt, selber, begeht man Schirk. Das heißt, dieses Symbol ist ein Schirk-Symbol und es ist Sünde, es zu tragen, auch wenn man nicht daran glaubt. Und da frage ich dich, lieber Bruder und dich, liebe Schwester, würdest du ein Kreuz tragen, obwohl du nicht daran glaubst? Nein, warum? Weil es ist ein Symbol vom Unglauben, von Schirk. Genauso dieses kleine Auge hier. Was machen wir? Wir machen folgendes. Bismillah. So, ganz vorsichtig. Seht ihr? Und ab damit in den Müll. So einfach ist es. Damit haben wir den Tauhid praktiziert. Möge Allah euch alle segnen. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.